Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Sly, und Dinge sind geschehen, wie immer. Kleinigkeiten, aber auch mehr. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Ich habe hier mehr Duplikanten. Ich habe hier zu viel Essen und ich habe zu viel Sauerstoff. Warum, erkläre ich gleich. Oh, frittierte Pilze. Wir haben einen Rezo. Stärke gesenkt, Furzteufel. Pazifist, mein Gott, da kann ich angreifen, kann er brechen, er ist sehr produktiv. Gratulation. Der Erste, der hier schreit, wird jetzt Teil dieser Kolonie. Der darf Rezo werden. Ein wunderbarer Mitarbeiter, der... Viehzucht 1, Kochen 1, Hauklotz. Ja. Sehr schön. Hauklotz. So. Mit 4 oder A, was dir lieber? Das müsstest du mir jetzt einmal beantworten. Mit 4. Gradation. Herzlich willkommen in dieser Kolonie. Ich musste hier ein bisschen umstrukturieren. Denn ich habe festgestellt, ich brauche noch 2 Duplikanten. So. Jetzt schauen wir uns erstmal Hauklotz an. Hauklotz hat erstmal so gut wie gar keine Fähigkeiten, außer er ist erstmal gerade verbesserte Tragfähigkeiten. Damit der Junge auch was kann. Zeitplan. Hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah ja, 4. Hauklotz geht mit in die Tagschicht. Damit ihr erstmal was lernt. So. Hauklotz ist jetzt in diese Kolonie gekommen. Wir haben das letzte Mal hier ein paar Pakus gesammelt. Da freuen wir uns sehr drüber. Es würde jetzt die Möglichkeit bestehen, eine Paku-Farm aufzubauen. Aber dafür bräuchte ich Platz. Ich bin zwar dabei, aber hier kann ich nicht bauen, weil ich hier die ganzen Magma-Shit nachher zusammensammeln will. Und hier wäre mir das einfach noch zu mittendrin, weil ich noch nicht weiß, wie ich weitergehen will. Das heißt, ich hätte hier noch keine perfekte Position und ich baue ungern doppelt. In der Zwischenzeit habe ich hier angefangen, zu graben, wie man ein oder andere vielleicht erkennt. Um einfach auch mal hier ein bisschen voranzukommen. Ich habe sehr viel Aufräumbefehl gegeben. Ich habe das ganze Wasser hier runtergeholt. Ich habe gesagt, macht mal und räumt auf. Das Wasser runtergeschickt. Ihr seht das hier. Projekt Noah ist hier. Oh, sehr schön. Kann ich das mal loswerden? Ich habe schon die ganze Zeit gefragt, wann ich das nicht mal loswerde. Projekt Noah ist hier angegangen. Ich habe ein bisschen Sorge, wenn ich so etwas höre. Ich muss einmal kurz hinschauen. Nur für alle Fälle. Das erkläre ich gleich, was ich da gemacht habe. So. Wir geben also schon mal Aufgaben weiter. So, das können sie schon mal machen, damit ich hier ein bisschen mehr ablassen kann. Eins an anderen. Damit ich immer nach vorne komme. Weil ich will ja letztendlich das ganze Zeug irgendwann mal loswerden. Das ist ja eigentlich der Masterplan. Hier habe ich das Ding auch schon fertig, wird abgerissen. Eins an anderen. Hilft alles nichts. Irgendwann muss ich die Dinger mal loswerden. Das ganze Wasser, hier bleibe ich ja drin. Das bleibt schön kaltes Wasser für meine Schmiede. Das ist eine schöne Präkühlung. Direkt am Kaltschlamm-Gasier. Der Rest wird nachher aufexplodet, für was auch immer ich das nachher gebrauchen kann. Abreißen. 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 Wird alles abgerissen. Alles, was ich brauche, direkt zerlegen. Bio-Shen können wir auch noch abschicken. Ruhig weg damit. So, meine Leute, und jetzt hier kommt wieder das nächste Wasser. Ich habe hier, wie ihr seht, Projekt Noah angefangen. Das lief hier alles runter und lief wie geschnitten Brot. So, dann habe ich hier jetzt alles aufgetan. Ich so, ja, klar, rubbel die Katz, seh zu, kriegen wir alles irgendwie hin. Wie der eine oder andere sehen kann, habe ich jetzt hier mehr Sauerstoff. Warum ich mehr Sauerstoff? Ganz einfach. Ich habe die Pumpen gezweiteilt. Wer jetzt Sorgen macht, ihr seht, das Ding läuft auf 71%. Der auf 75%. Die laufen auf auch ungefähr 65%. Die beiden. War davor schlechter, aber ich habe irgendwann beschlossen, ich so, ja komm,
Hilft alles nichts. Wir müssen da irgendwann mal den Sauerstoff ein bisschen verteilen. Also habe ich eine zweite Pumpe an jeder Seite angeschlossen und den doppelten Lieferweg gemacht und habe mein Sauerstoffnetz hier oben ein bisschen gesplittet. Und zwar ein Teil, der hier hoch geht, oben in meine Rakete, die ja befüllt werden muss. Und den Teil. Und der andere Teil geht einmal runter an die anderen Basen und Kolonien, damit das weiter aufgefüllt wird. So. Das heißt, ich habe jetzt meine Sauerstoffauslastung immer noch ein bisschen vereinfacht. Man könnte hier ohne Probleme 3 und 4, also eigentlich ist dafür gedacht, im Maximum 4 Stück laufen zu haben und 6 Pumpen, damit ich 3 verschiedene Sauerstoffsysteme rauspumpen kann. Aber ich komme mit dem, was ich hier gerade habe, ziemlich gut aus. So, Sohle ist leer. Meine Duplikanten mussten aber aufgrund dessen, dass ich hier am Rödeln war, wie wir im Master, jetzt erstmal unglaublich viel Wasser, ja, hier oben, wieder zusammentragen, aufmachen. Auch das ganze Wasser, was ich hier exploited habe, ist für die Packos draufgegangen. Also dementsprechend habe ich das gemacht. Vorteil, ich habe jetzt Fisch, den ich mitnutzen kann. Und ich habe jetzt auch mehr Essen dadurch automatisch. Das heißt, mir verfällt auch aktuell etwas schneller. Ich könnte zwar andere Wege eingehen, aber die Zeit habe ich gerade nicht. Also Plan lautet erstmal, wir fangen an, großes Cleaning in vielen Bereichen aufräumen. Flüssigkeiten müssen runtergeschickt werden. Und. Das ist alles aber leider sehr zeitaufwendig und muss halt irgendwie gemacht werden. Nun ja, wir arbeiten dran. Das heißt, wir schicken jetzt nach und nach Duplikanten hin zum Wegräumen. Aufräumarbeiten habe ich auch ohne Ende. Je nachdem, wie es gerade mal einfällt oder auffällt. Das muss halt alles gemacht werden. So, währenddessen fülle ich natürlich langsam eine Rakete. Die Rakete, liebe Freunde, war es nicht Projekt Moses? Habe ich Noah gesagt? Moses? Noah? Wir hatten, Noah hat das Meer geteilt. Nee, Moses hat das Meer geteilt. Arche Noah. Ah, okay. So, hier habe ich die Rohre jetzt alle gelegt. Jetzt muss ich hier nochmal eine kleine Pumpe wieder einbauen. Also hier sind jetzt alles vorbereitet. Habe ich kein Eisen mehr? Ich stelle die Schmiede mal kurz wieder an. Ich glaube, stromtechnisch dürfte ich die ohne Probleme abfangen können. Ich habe das ja mit dem Stromnetz mittlerweile aufgesplittet. Ich wollte gerade sagen, warum läuft der hier mit? Ah, ja. Da lutsche ich natürlich jetzt bedeutsam mehr Strom, weil ich hier noch mehr habe. Der ist gelb, weil die Last erreicht ist. Ich bin zwar nicht bei den 2000, aber ich dürfte jetzt auch nichts mehr gleichzeitig mit anschmeißen. Da muss ich echt ein bisschen mit aufpassen. Weil hier die Anzüge mitlaufen. Ja. Ausgelastet, man sieht das gelb. Also alles noch im Kram. Ich muss nachher auch dringend das Stromnetz. Ich brauche dringend eine Jeffers-Röhre, mit dem ich das Ganze dann einmal nachher vernünftig durch die Gegend schiebe. Aber hey, ihr seht hier, die Flüssigkeiten laufen wieder. Wasser kommt runter. Nice, gut. Dinge geschehen wieder. Ich bin also dabei. So, während meine Duplikanten jetzt hier erstmal immer noch weiter aufräumen und zwischendurch weiter bauen. Fehlende Eckziegel, funny. Hier war mal eine Tür. Ja, da war mal was, wollte gerade sagen. Ich muss das mal gerade gegen normalen austauschen, sehe ich gerade. Mich stört, dass ich eine Fehlermeldung da habe die ganze Zeit. Bin kein großer Fehlermeldungs-Fan. So, forschungstechnisch brauchen wir nämlich das aus dem Weltall. Naja, und da sind wir ja dabei. Hier ist nur Schwefel, ne? Sehr schön, damit der grob genug zu tun hat. Plastikfarm läuft. 7 von 7, 8 von 8. Das heißt, der ist voll. Wenn die voll sind, werden die nicht reingesteckt. Sondern werden, glaube ich, hier ausgesetzt. Das ist aber nicht so schlimm. Dadurch habe ich immer 2 in Bebrütung, damit die mir nie leer werden. Das heißt, ich produziere gerade Plastik. Ich brauche nämlich noch genug Plastik, um es nachher hoch ins Weltall zu schicken. Und das Setup hier habe ich noch um Erde ergänzt, dass meine Leute nicht rein müssen. Plus, dass die neuen Sachen jetzt die Tierwohnung brauchen. Was erstmal bedeutet, dass sie es da gemütlich machen müssen. Tierischer Stress. Unnötig, aber eigentlich eine coole Idee, weil es da ein bisschen schneller geht. Aber ja. Oh ja. So.
Da können sie das jetzt hier mal ein bisschen weiter zerlegen. So. Was habe ich hier gemacht? Tatsächlich erstmal oben, warum weiter gar nichts? Weil ich sage, okay, ich nutze das einfach, was hier oben noch ist, Natural als Schutzschild, auch wenn es hier noch ein bisschen dünn ist, aber damit lebe ich gerade. Also war der Plan, okay, wir müssen irgendwie, müssen wir was tun. Komme ich nicht drum rum. Hier drinne ist zwar super, dass ich Strom habe, aber ich verbrauche so gut wie kaum Strom. Das ist schon vorprepared für die nächsten Sachen, die ich habe, dieser Raum. Ist aber auch nicht sehr effizient. 3, 2, 1, Batterie voll. Zwar gut für mich, weil ich so gut wie kaum Ethanol verbrauche. Aber ich produziere auch so gut wie kein CO2. Das ist ein Witz. Das ist nicht mal ein Kilo drin. Auch die Flüssigkeit hier unten. Ach komm, hör mir auf. So. Also, was mache ich denn mit dem nachher, den ganzen CO2 und Co.? Ich habe sehr viel Öl hier und ich kann hier aus den Dingern, kann ich nachher was basteln. Und zwar kann ich hier Erdöl fördern. Dafür muss da Wasser rein. Wasser habe ich sehr viel auf dem Hauptplaneten. Das heißt, das kriege ich dahin. Plus, dass ich jetzt hier, ich hatte dazu mal ein Video gemacht. Da habe ich ein Setup gebastelt, ist relativ simpel gehalten, wo ich hier ein Männchen reinschicke, der dann arbeitet. Das Öl füllt sich und macht dann nachher hier ein automatisches Liquid Gate, dass keine Gase in den Sinne reintreten. Das ist soweit auch ganz nice. Ich will überlegen, ob ich das schon mal vorfülle. Basteln wir erstmal gerade die Lüftung fertig. Machen wir es mal so. Also, hier, es kommt relativ simpel. Wir produzieren hier nämlich Erdgas. Das heißt, Erdgas kann ich hier nachher auffangen. Das kann ich mir nachher auch irgendwie die Main-Kolonie schicken oder so, mit dem ich noch vielleicht ein bisschen was machen kann oder kochen. I don't know. Da werde ich auf jeden Fall noch was mit anfangen. So. Eine Pumpe in die Ecke. Die Sache ist die, ich werde hier mit Erdgas Druck aufbauen. Das Erdgas muss irgendwo abgefördert werden. Und das Erdgas wird nicht kalt sein. Ich bin am Schauen, wie ich das am sinnvollsten mache, weil ich muss ja nachher hier rüber. Wait a minute! Ich muss gar nichts. Fällt mir gerade ein. Was fällt mir gerade ein? Ich sehe das gerade. Zerlegen alles. Genau, der geht dann nachher hier hin. Und dann kann ich den einfach trennen. Wo ich das mache, ganz einfach. Hier kommt nachher CO2 raus und das muss ich ja nachher irgendwo loswerden. Da freuen sich die Slicks darüber. Ja, das wird auch noch ein Spaß. Ich muss schon überlegen, ob ich den Raum flute und dann abpflanze. Das war schon Gedankengang, dass ich mit genug Öl hier einfach reingehe nachher und das dann abpflanze. Aber das ist ein Problem von Zukunftsleid. So. Und dann baue ich noch Strom. Der wird nur 20. Ich habe hier auch schon zu wenig Kupfer wieder, ne? So, wir müssen hier ein bisschen Infrastruktur vorbereiten. Also wir werden erst mit einem anfangen, aber in der Tat können wir technisch das ganze Setup dreimal dahinstellen. Das machen wir aber auch erst, wenn der ganze Spaß hier erstmal belegt ist. Genau, den Magnetit und verteilt es hier in die Rohren. Sehr schön, wollte gerade sagen. Braucht dann keiner da irgendwie groß durch die Gegend jodeln. Das ist der Plan, weil ich habe sehr viel Wasser.
Ich habe sehr viel Wasser in der Main-Welt. Ich habe sehr viel Wasser in der Main-Welt. Irgendwo muss der Spaß ja hin. Nicht genug Material, was habe ich denn immer gebaut? Aus Aluminiumerz, wie süß. Da hatte ich noch Aluminiumerz. So. Und wir haben, glaube ich, einen weiteren Blueprint. So. Ist ein guter Duplikant dabei. Kann nicht graben. Aber das wäre mir fast egal. So, liebe Leute, möchte noch jemand hier aus dem Chat Teil dieser Kolonie werden, so möge er sprechen und hier schreien. Denn das ist das Schöne, liebe Leute, ich nutze jetzt ganz unverschämt diesen Moment für Eigenwerbung. Das hier ist ein Livestream. Das ist ein Mitschnitt aus einem Livestream. Das heißt, wenn ihr auch mal Teil dieser Kolonie werden wollt, oder, ja, jetzt habe ich den Satz verloren. Wenn ihr auch Teil dieser Kolonie werden wollt oder einfach mal vorbeischauen wollt, seid ihr lieben gerne herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link. Ich bin jeden Dienstag und jeden Mittwoch ab 18 Uhr live und jeden Sonntag ab 16 Uhr. Da würde ich mich sehr freuen. So, Isemelli, habe ich dich nicht schon irgendwo? Oder warst du in der letzten wieder dabei? Es ist schön zu sehen, wenn Leute wieder beikommen. Nee, Isemelli habe ich noch nicht dabei. Ja, guck mal, Gratulation. Machen wir die Esemelli. Der Esemelli. Esemelli. Warte mal. Nee, nicht groß. Esemelli. Zack. Gratulation, Sie sind Teil. Letzte Kolonie, warst du mit dabei. Ja, auch in dieser Kolonie bist du wieder mit dabei. Ich gratuliere. Apropos, ich gratuliere. Wir müssen Pyjamas für euch noch rausholen. Das passiert aber noch. So, Isemelli hat auch was zu schlafen. Isemelli braucht auch noch eine Fähigkeit. Guck mal, die haben mittlerweile auch mehr Quality of Life. Und dementsprechend nach können die auch viel mehr. Ich habe aber ein bisschen Sorge, dass das denen gerade zu gut geht und dass dann nachher so hart einbricht. Nur so wie hier. Moralbedürfnis 27. Mein. Kostet mich nicht viel. Ich könnte. Ich wollte. Ah, nee, 28. Ich will es nicht übertreiben. Ich lasse so 27, 28. Mehr sollte es nicht sein. Und hier können wir auch nochmal was. Was machen wir denn hier? Raketentechnik. Verbessert basteln. Forschung. Ja, also Landwirtschaft geht immer, ne? Schlappohr. Oh mein Gott, Schlappohr. Ja, noch ausbaufähig, mein Freund. Gratulation, Schutzanzugstraining erstmal. Und dann gibt es natürlich noch verbesserte Stärke. Schleuderben. Auch hier volle Nutzung, mein Freund. Schmitzel. Ist schon 29. Der ist auch schon an der Grenze. Da geht noch ein bisschen was. Ja, muss ich abnehmen. Ja, da muss ich abnehmen. Guck mal, da haben wir gleich mal ein paar Duplikanten noch mit aufgewertet. Was haben wir mit Cox? Den geht es jetzt mittlerweile ein bisschen besser. Boah, das tut halt so weh, das nicht nehmen zu können, ne? 18. Aufräumen ist halt in dem Bereich echt stark, ne? Ich brauche nachher jemanden, der basteln kann. Kann nicht, Gott sei Dank, aber... Us! Okay. Ja, haben wir nicht gesehen. So, mittlerweile sieht es auch ein bisschen sauber aus. Ich glaube, meine Duplikanten haben ein bisschen mehr aufgeräumt als sonst davor. Es sieht zumindest annehmbarer aus. Ich hatte davor hier so ein riesen Chaos überall. Hier sind noch ein paar Bücher.
Guck mal, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Oh, hier ist noch ein bisschen Ethanol und Co. Gleich mit einsammeln. Wie kommt da Ethanol hin? Ach, will ich gar nicht wissen. So, hier unten sammelt sich das Wasser an. Das ist auch gut so. Das soll auch mal erstmal schön da so bleiben. Guck mal, hier ist noch Salzwasser, ne? Wie auch immer das Salzwasser wieder hierhin geschafft hat. Ich bin immer überrascht. So, auch hier, wir lassen ein bisschen aufräumen. Wir geben den Jungs ein bisschen Zeit. Hier haben wir noch Flüssigkeiten. Ihr seht, ich bin dabei, das Ganze rumzutreiben. Das ist jetzt ein etwas größeres Projekt. Oh Gott, hier oben habe ich gefühlt auch noch 5000 Dinge zum Aufräumen. Ja. Wird Zeit, das Ding, glaube ich, mal wieder zu aktivieren, dass sie hier oben ein bisschen schneller werden. Das hilft mir gar nichts. Ich baue das jetzt einfach nach, weil dann hier oben hinzutragen ist es... Wait a minute. Den reiße ich ja nachher wieder auf, ne? Genau, weil wenn sie aufräumen, bringen sie die hin und dann fallen die schneller runter. Aber ich bin überlegen. Da habe ich zwar nachher einen Teil hier unten, aber das ist von hier eine kürzere Strecke nach da oben. Als von oben hier alles runterbringen. Und wenn sie mir hier noch zwei machen, den habe ich ja sowieso vor zu öffnen. Dann sollte das eigentlich ganz gut passen. So, hier kann ich jetzt mal einen Wischbefehl geben. Und hier werde ich, glaube ich, mal kurz einen Baubefehl geben, dass sie mir die Ecken hier einmal zumachen. Weil... Warum ist die Leuchte hier eigentlich noch? Ich bin so bemüht hier mit dem Abriss, dass ich gar nicht verstehe, warum die so lange brauchen. Nun ja. Langsam, aber stetig bin ich dabei. Wasserkraut wird übrigens auch abgefarmt, ne? Ich habe schon gesehen, dass der Elden Ring DLC angekündigt wurde, Garruk. Ein wunderschön. Aber kommt halt erst im Juni oder Juli, weiß gar nicht mehr. Leider sehr spät. Aber hey, nice Sache. So. Nur maybe. Wie nur maybe? Ich finde das super, dass der kommt. Ich werde auf jeden Fall ballern. Ich freue mich schon wieder zu sterben. Das da drüber. Ach, du hast maybe die Collector's Edition. Alter, was kosten die Collector's Edition, wenn ich mal fragen darf? Muss auch sackteuer sein. 250 Tacken. Oh. Ja, okay, du bist aber auch hart gecatcht worden davon, muss man sagen, ne? Also, dich habe ich ja mit dem Game komplett geholt. Du warst erst noch skeptisch am Anfang, das weiß ich noch. Und dann so, ah, fuck it. Wenn du das kannst, like, kann ich das auch. Ja, und dann ist das passiert. Kompletten Chat lesen wird überbewertet. Endlich mal einer, der mich versteht. Ja? Endlich mal einer, der mich versteht. Warum soll man auch den ganzen Chat lesen? Ja, der neue PC wird das liefern in ultra geil. Ist schon komplett verplant. Okay. So, hier. Da sippelt es so langsam runter. Ihr seht, ich tue hier gerade schon Flächen anebnen. Auf dass der Spaß hier endlich mal runtergeht. Macht mal die Luke breit, Kinders. Hier, das muss alles mal weg. Ich würde sagen, das Board wird sowieso hier nicht gebraucht. Das soll ja nachher hier alles runterlaufen. Und wir haben schon Überlänge, ne? Oh, da hast du gut aufgewertet. Ja. Dann wird direkt Urlaub gebucht. Wird direkt Urlaub gebucht, nur für Elden Ring. Yeah, why not? Why not? Kann ich verstehen. Ich sehe mich da auch schon wieder Zähne ausbeißend Stunden in dem Game verbringen. Natürlich sonntags dann immer hier live bei mir. Ob das ein Fehler ist, weiß ich noch nicht. Aber ja. Pakus sind okay. Es bleibt immer ein Teil nachher. Legen Eier, sind unzufrieden, die sterben dann. Und es kommen neue nach. Das heißt, ich habe immer Pakus da. Wenn ich mich dann nachher was anzünden will, habe ich Pakus da und das ist super. Das fühle ich gerade. Ich glaube auch, meine Duplikaten sind gut dabei. Hier drinne
Ist leider nicht viel passiert und ich weiß nicht warum. Was habt ihr ja nicht die ganze Zeit gemacht? Jetzt mal ernsthaft. So viel kann das gar nicht gewesen sein. Ich sehe, dass ein paar Rohre gelegt wurden. Aber das kann doch nicht alles sein. Aufgeräumt. Ah ja, okay, ihr seid dabei. Ach, Strom haben sie erst gelegt, wa? Ja, okay, Rohr. Peu à peu. Ob Blei die richtige Entscheidung war für Stromleiterkabel, weiß ich noch nicht. Aber Schmelzpunkt 327 Grad, Leiterkabel. Ja, wird schon hinhauen. Wird schon irgendwie... Wie kommt denn da Öl hin? Egal, wird schon irgendwie hinhauen. Und habe ich nicht gesagt? Da ist der Kanister verschmutzter Sauerstoff, den sollten sie entleeren. Warum das keiner gemacht hat, keine Ahnung. Macht jetzt einer. Kanister Sauerstoff. Auch den können wir entleeren. Es läuft. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.